Prego! Thank you.
Pego. Ach, Alter. Hallo. Ja, okay. Davon abgesehen, dass ich mich hier gerade mit dem Scheiß von der Münzen Mühe. Was? Bin zufrieden. Alter, ich hasse die Viecher. Und dass ich irgendwie ein bisschen Mühe bin, aber es kommt daher, weil ich mal ein bisschen aufgestanden bin, wie immer.
in der Maßnahme, die ich momentan habe, halt bisher. Und da ich momentan nicht gewöhnt bin, zu früh aufzustehen, bin ich deswegen etwas geschlaucht, muss ich ja zugeben. Oh, 100 Münzen, sehr gut. Mit Herr Sternchen. Nein, nicht reiten. Kacke. Okay. Boah. So. Der Kost ist auch fertig, endlich. Jetzt muss ich wenigstens hier nicht mal rein. Alter. So. Da kommt jetzt die Dreckswüste dran. Da habe ich genauso wenig Lust drauf, aber ich muss es machen. Und ich müsste nicht. Ich könnte eigentlich bald schon, glaube ich, zu Bowser, zum feinen Bowser. Aber ich will wenigstens versuchen, 100% hinzukriegen. Mal gucken, ob ich es gebacken kriege. Zumindest was die Sterne angeht. Wenige Spiele werde ich nicht alle freischalten. Und den Gallen des Riesenvogels. Das ist genau das da, muss ich darüber. Kann ich abkürzen? Du kannst mich gerne da hochschieben, wenn du willst. Ja, weg. So, geht doch. Ja, das wird mir noch mehr zu viel Mist. So, ich bin mal gespannt, wie oft ich jetzt hier verrecken werde. Das erkläre ich jetzt einfach mal. Das Vieh. Du, Leute, komm davon, piss dich. Meine Fresse. So. Ja, gleich mal erwischt. Ich wollte das Skiller hier. Nee. Komm, weg. So. Das auch erledigt. Und eine Spitze Tempelraum wie. Ah ja, ja, ja. Stehe. Hm. Und Alter, wo hast du? Und dann. Okay, da ist ein. Gott, so. Scheiß drauf. Komm, geh weg. Den weiß ich, bei dem weiß ich ihn nicht, wo der. Anscheinend. Ey! Boah, Alter, wie knapp. Hab ich da erst reingesegelt? In meine Fresse. Ja, komm, deine Mutter, lass mich zufrieden. Ich hasse dich. Was ist das denn? Achso, wo ist denn hier? Das ist zwar neu, das gab es im Original nicht. Die komische. Ist da. Die Kamera. Lass mal aufs Rund spacken. Danke. Meine Fresse, ey. Nein. Hoch da. Du lässt mich auch zufrieden. Nein. Ja. Nein, 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 nein. Erster Tod von vielen in dem Level. Ich muss ja sagen, ich habe schon die Steuerung ist ungelegt. Bei mir ist das Laufen nicht auf dem X-Knopf oder auf dem. Ja, da auf dem X-Knopf, was eigentlich Y-Knopf ist, auf dem DS, sondern. Wie heißt es? L2. Beziehungsweise. LT. Left Trigger, weil ich ja einen Xbox Gamepad habe. Von daher. Deswegen habe ich das umgestellt, einfach aus dem Grunde, weil dann müsste ich die ganze Zeit meine Finger so verrenken. Das ist total dumm. Da hätten sie lieber irgendwie.
Was zum Beispiel nicht nehmen sollen, nicht unbedingt nehmen müssen, das sind Trainer der Kamera. Nutze ich eh kaum. Benutzt man eh kaum, finde ich. Und lieber einen, ui. Scheiße, kann ich am kürzesten. Mist. Und lieber eine. Und lieber das Rennen leben sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Ah gut, das ist halt ein Launch-Titel vom DS. Damals wussten die halt noch nicht so, wie man das am besten macht, die Steuerung, denke ich. Ey, du kannst mich eigentlich da mal. Ich war gerade in den Tornado. Ich muss sagen, mein Skill ist in diesem. Oh! Und also, danke für den Host. Mein Skill ist in diesem Spiel, mein Super Mario 64 Skill ist in diesem Spiel eigentlich quasi kaum vorhanden. Allein schon wegen dieser bescheuerten Drecksteuerung, das wird nichts. Okay, ich muss da rüber. Was ist das? Ja, wow. Power. Wollten wir mal kurz Rüstung des Falls einkaufen. Dann bis später und so. Okay, was beteiligt. Ich bin da mal sterben. Und dann verzieht der manchmal nach links oder nach rechts, obwohl ich eigentlich gerade drücke. Weil wegen dem bescheuerten Steuerkreuz, wofür es eigentlich ausgelegt ist. Ich hasse die Steuerung in dem Spiel. Also ich hasse sie wie die Pest. Mann, ich kann eigentlich auch so ein bisschen brauchen, dass ich besser rüberkomme. Ja. So, Spitz auf die Mütze. Muss ich kein Schwein. Ah, okay, das war dumm. Na, geil. So. Hopp. 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 Hopp, hopp, hopp. Ei! Ei! Was ist denn heute los? Kaum muss ich kommentieren, weil jemand zuschaut, bin ich unkonzentriert. Das hasse ich. Ja, hopp, hopp, hopp. So was sind schlecht, wo ich kommentiere. Ich habe vorhin den einen Stern da probiert mit dem Silberstern, wo ich gestern schon nicht gescheitert bin dran. Der lief heute knapp. Der lief einwandfrei. Aber da musste ich auch noch nichts erzählen, noch nichts kommentieren, weil keiner im Stream war. Sobald ich irgendwie anfange zu reden, lässt mein Skill schlagartig nach. Weil ich mich einfach nicht mehr so gut konzentriere. Der scheiß Kamera könnte sich wirklich mal ordentlich was zu ficken. Was war das gerade irgendwie? Bug. Das war auch gerade irgendwie komisch. Nein. Ja, warum? Was war das denn jetzt schon wieder? Muss ich hier ernsthaft irgendwann noch Leben farmen oder was? Langsam gibt mir das echt ernsthaft ein bisschen auf den Keks. Diese Junge. Ich möchte irgendwie, dass die Kamera hier irgendwie schlimmer ist als im N64. Einfach weil man die einfach so bescheuert steuern kann. Einfach über das Touchpad, was mit dem Controller einfach nur bescheuert ist. Ich weiß, es ist zwar eine Einstellung dafür. Aber die ist darauf ausgelegt, dass du dann mit Touchpad Mario den Charakter steuerst, was auch total dumm ist. Weil kann ich ja schlecht. Ich kann ja ganz schlecht die ganze Zeit mit Maus steuern, das geht dann schlecht. Und von daher. Ey, hallo! Ich dachte.
Ich hatte noch nie solche Probleme auf die Pyramide zu kommen. Das Problem, das einzige Problem ist, ich sehe auch irgendwo nirgends. Ja, Kamera zentrieren, schön. Es gibt hier keine Einstellungen mehr für die Mario-Kamera, also für die, dass man komplett halt, eigentlich diese Ansicht hier, plus aber halt, dass man damit laufen kann, die gibt's hier nicht mehr im DS. Warum auch immer sie das abgeschafft haben, ich habe keine Ahnung. Es ist jedenfalls nervig für manche Situationen, wenn du halt über schmale Stege und so einen Scheiß laufen musst. Oder wieder oben bei der Kamera, wieder bei der Arschlochviech. Ich hätte mir auch nie gesagt, dass ich jetzt runter ins Skill habe. Der ist echt gerade nicht vorhanden. Das war auch gerade mega dumm. Na egal. Komm, wir gehen schneller. Was? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich habe jetzt 6 oder 7 Leben inzwischen verbraten, oder? Okay. Du bist einfach so gut wie das Spiel. Hey, ich komme einfach mit der Steuerung nicht zurecht. Das ist das Problem. Ich komme einfach mit dieser Steuerung nicht zurecht. Wenn die ganze Zeit, aber wirklich, wenn du die ganze Zeit, ich wollte einen Waldsprung machen, verdammt. Mann, wenn du die ganze Zeit, ich habe ja bis vor ein paar Monaten habe ich ja mal wieder Super Mario 64 durchgespielt, also auf dem N64. Wenn du dann die ganze Zeit mit Dingens gewöhnt bist, mit einem Lookstick, und dann sollst du auf einmal eine Steuerung benutzen bei Mario 64, die eigentlich für ein Steuerkreuz ausgelegt ist. Was für mich sowieso die dümmste Idee ever war. Ah gut, damals gab es halt noch kein Spielpad, wie für ein 3DS. Das gab es damals halt noch nicht. Es gab halt nur das Steuerkreuz. Ja, dann kommen halt solche Scheißsachen zustande, dass die Steuerung verreist in eine Richtung, weil er die, weil er einen Look nicht richtig erkennt, weil er denkt, dass ich eigentlich woanders hindrücke, als ich es eigentlich tue. Und deswegen kommt dann halt so ein Scheiß zustande. Die hätten eigentlich so beim 64, erst auf dem 3DS mit dem Schiebepads. Sag mal, du willst mich doch verarschen. Warum komme ich da nicht hoch? Ich glaube, ich gucke gleich mal Luigi. Hat da nicht irgendwo Luigi mit rum? Ja, da drüben. Hol ich mir immer kurz eine. Vielleicht geht das mit dem besser. Mit dem Dingens, mit dem, ach da. Da ist der. Hallo. Alter. Fuck you. Geht doch. Das ist das Game. So. Jetzt komme ich gleich besser zurecht. Komme ich da jetzt hoch mit dem Kreisel rückwärts Saito Dingens Sprung da bekommen. Wo ist die Kamera? Da kommt nämlich mit. Das ist ganz gut.
falsche Richtung. Warum? Was war das denn? Warum hat er jetzt... So. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Man merkt aber auch, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht. Und das sind noch nicht mal die schwersten Level hier. Das ist ja das Schlimme. Sprung auf der Treppe machen. Ey, hallo. Muss ich jetzt hier. Danke. So. Mich nervt halt so ein bisschen. Mich nervt einfach die Steuerung. Das ist das große Problem an der DS-Version. In meinen Augen. Ich weiß gar nicht, wie ich früher da im Let's Play damals damit zurechtgekommen bin. Vielleicht habe ich da auch nur mit Steuerkost gesteuert, ich weiß es nicht. Ja. Ach, der hat schon zwei Leben. Was? Warum hat der denn jetzt zwei? Muss ich halt eventuell Leben farmen bald. Jetzt muss ich wenigstens jetzt nicht ständig die Kappe benutzen. Wo bin ich? Ah, ah, Alter. Meine Fresse. Wenn jetzt wenigstens die Kamera hier ordentlich funktionieren würde, wie es Ruyas getan hat, dass man da komplett rüber könnte, aber. Das war gerade Lack. Das war gerade einfach nur Lack. Oh yeah. Ja. Entdeckungsreise in der Pyramide. Ist das einfach in die Pyramide rein und hoch oder was? Oder was ist das? Wenn ich das jetzt wüsste. Irgendwie. Das ist aber nicht. Flieg auf die Säulen hier und du kämpfst dann gegen. Nee, das ist der Stern, der ganz oben der Pyramide ist, glaube ich. Täuscht. Ich weiß natürlich auch nicht mal die Sterne auswendig. Ich weiß jetzt immerhin schon 6 Jahre her ist, dass ich das erstmal komplett durchgespielt habe. Ich habe zwar original für den DS, weil ich mir das irgendwann in Köln, glaube ich, war, das mal gekauft habe. Aber ja, habe ich es durchgespielt. Ich habe höchstens 40 Sterne oder sowas am Spielstand. Und ja, so. Ich weiß ja nicht, wie man da jetzt großartig mit dem da. Das funktioniert, dass man da dann die Treppen hoch kann. Nee, nicht die, also die Dinger da hoch kann, weil es sollte eigentlich nur also nicht möglich sein. Aber anscheinend durch seinen komischen Hirsprung scheint das zu funktionieren. Anscheinend ist vielleicht ein Exploit. Nice.
So. Komm, deine Mutter. Ein Damage ab. Ja, das ist ein bisschen intelligent. Och, Alter. Fick dich! Also meine ich mich verreißen. Ich habe jetzt nach links geradeaus gesteuert. Und der Kerl geht nach rechts. Warum auch immer. Ja, super. Nein, ach, Menno, unser nervt's. Warum springt er immer daneben? Was soll das? Ja, das wäre sehr intelligent. Ich wollte eigentlich die Tümmel sammeln und nicht da rein.
fertig habe ich jetzt mit. Also sehe ich erstmal gucken, dass ich irgendwie Vario mal freischalte. Das Mal ist weggerannt, der Stunze in die Buchse in Flammen. Ich kümmere mich nicht so bloß wie euch, ich bin immer Mario. Ist doch dir wieder Wasser werft. Bist du mich verkackt, ey? Okay. Dann jetzt Mario. So, komm her. Danke. Was ist unter Wasser gut? Sprudeln, mit dem will ich noch viel Spaß haben. Wow, war das schwer. Wow. Wow. Das war ja... Wow. Das war das schwerste Stern des gesamten Spiels. Ein Leben nur noch, ne? Ich geh mal Gas hinfahren, ne? Das wird mir sonst zu kritisch. Gut.
nichts Besonderes. So, ich mach den Bowser ist noch fertig und dann reicht es erstmal wieder mit Mario. So. Ich bin auf der Scheibe gelandet und krieg Feuerschaden. Ich hab's sonst nie gefällt beim Leben. Ich krieg das sonst immer mit, aber irgendwie. Ey, hallo! In der Fresse. Komm, fick dich. Danke. Sag mal. Mich doch verarschen, oder? Irgendwas mache ich in der Welt total falsch. Das sind sogar die gleichen Positionen wie wir im Original. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich einfach mal. Hallo? Pennervieh, ich hasse dich. Da bin ich aber gerade exakt drauf gelandet, ne? Ey, hallo. Geht's noch?
So in die Scheiße, der sieht mich immer sofort, das ist unfair. Du scheiß Pennerfisch, ey. Boah. Alter. Scheiß Mobber, ey. Immer dieses Mobber. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Ja. Gut daneben springen. Nein. Mann. Ja, schüttel dich ins Herz, so intelligent. Nein, nicht schon wieder! Ich hasse diese Stelle, ne? Ich fand da immer irgendwie das paar Mal immer zu rennen. Ja, das. Ich lande auf einer fucking Stange und krieg Feuerschaden. Das ergibt keinen fucking Scheißsinn. Ah, Spielwechsel. Ich spiele, was spiele ich denn? One-Shot, runter. Hearthstone. Hearthstone. Ein klein wenig Hearthstone. Ah. Ah, irgendwas noch schön sehen hängen. Hast du das? Ja. Spielenden. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder derbe aufs Maul kriegen werde. Von irgendwelchen Pros. Schätze ich mal. Das ist ein komisches Bild. Egal. So. Was habe ich gerade für Quest? Das habe ich nicht auch Quest.
ja. So. Ich probiere es aber mal. Eigentlich müsste ich ja die noch leveln hier, ne? Wer ist am höchsten gelevelt? Wo ist der? Gut, dann. Dann probiere ich mal die Brüste. Um modifizierten Deck da irgendwas zu machen, ist eigentlich nicht so intelligent. So, und ich werde noch kurz. So. Signal-Check aus. Hier ist es an. Ich spiele übrigens momentan kein Ranked, weil ich einfach zu schlecht. Anduin gegen Valera. Seid auf der Hut. Das Licht wird den Sieg bringen. Ui. Ui. Ich bin gerade für. Ist jemand verletzt? Den Arzt rufen. Ein Schuss an. Sofort. Das war's. Übrigens keine Ahnung, wie ich den hier spielen werde, soll, wie auch immer. Ah ja. Oh, nice. Ich werd's versuchen.
Lisa kann wirklich ein ziemlicher Pain in the Ass sein. Ah, du Arsch. Ach du Arsch! Ja klar, oh Peter! Attentat, Fixer. Ah ja. Ah ja. Na und bitte kommt da, okay. Ach, ja, das ist aber, das ist ja mies. Mann. Yay, sehr schön. Level 3. Au. Oh. Ah. Sehr schön. Ich würde dich und dich hier die ja. Andrew gegen Rexha. Lass die Jagd beginnen. Das Licht wird den Sieg bringen. Thank you.
SMEs. Alter, das ist ja mies. Okay, den muss ich irgendwie erledigen. Du Scheiße!
Warum rührst du mich jetzt ab? Erhältst mich doch. Ah, ist er doch gespannt. Naja. Gut gespielt. Vielleicht kann ich aber den Rest ein bisschen umbauen. Oh, das ist nice.
beginnen. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Ding ist ziemlich heiß hier, die Karte. Ah, du Kacke. Mist. Wir sind gut schon Arsch, ey, für die Kotze. Wegen solcher Decks, wegen solcher unbalancierten Sachen angeblich wird der Gegner um, hat irgendwelche Karten entdeckt, die mich innerhalb von 5 Runden platt machen. Was ist denn Scheiße? Oh, das ist nicht schlecht.